Wir warten nach wie vor auf Mr. Copperfield, der es vielleicht jetzt in die Box schafft als Letzter. Jetzt ist auch er in Position. Alle Pferde in den Boxen, zweites Rennen. Und Boxen auf, Start zum Schaumarennen. Und da gibt es gleich außen ein bisschen Probleme, aber alles gut gegangen. Die Führung auf den ersten Metern geht an Sad Alvari vor Publikum. Dahinter ist Gonora innen auf dem zweiten Platz, dicht auf Zamora, außen verbessert Chagan die Position. Mr. Copperfield dann weit außen im Bogen zu sehen und so nähert sich das Feld hier der Gegenseite. An der Innenkante hat sich Dancing Hawk verbessert, Eyes on Heaven dann im Mittelfeld. An der Innenseite kommt Holly Marie etwas weiter vor Nakti, dann sehen wir Mandoria. Aber an der Spitze ist mittlerweile Fahrt aufgenommen worden von Chagan, der die Teilnehmer durch die Gegenseite führt. Chagan also nun vorn vor Sad Alvari. Dahinter bringt sich außen Mr. Copperfield ebenfalls weiter nach vorn. Aber Chagan hat auf dem Weg zum Ende der Gegenseite die Führung. Zamora ist jetzt auch dicht auf mit außen Mr. Copperfield. Sad Alvari, weiter innen ist Gonora dabei. Und auch Dancing Hawk hat weiterhin den Platz im Vordertreffen hier ergattert. Dann sehen wir an der Innenkante, wie gesagt, die Farben von Gonora. Dahinter verbessert sich Nakti ein wenig. Und weiter außen ist auch Zawadi dann zu sehen. So ist das Feld nun auf dem Weg, den Berg zu erklimmen. Und an der Spitze bleibt hier Chagan. Chagan führt, dahinter das Pärchen Zamora und an der Innenseite Sad Alvari dicht auf. An vierter Position ist unvermindert auch Dancing Hawk dann dicht dabei. Außerdem an der Innenseite Gonora und weiter außen kommt jetzt der Vorstoß von Zawadi, der sich spürbar verbessern kann. Eyes on Heaven am Ende des Feldes hinter Mandoria und zurück im Feld auch See the Blue. Die Gerade wird jetzt erreicht. 400 Meter noch. Chagan erwartet die Angriffe. Da kommt Dancing Hawk in der Bahnmitte auf mit Zamora. Von der Innenseite versucht Sad Alvari. Weiter außen wird Gonora jetzt sehr stark mit Alexander Peach. Vorne Dancing Hawk, aber Gonora dahinter hat Probleme, weil die Führende hier nach außen etwas, der Führende etwas nach außen ging. Jetzt innen dadurch nochmal die Möglichkeit. Sad Alvari ist da. Sad Alvari ist vorn. Sad Alvari und außen Dancing Hawk. Dahinter kommt Gonora nach unglücklichem Rennverlauf an die zweite Stelle noch vor. Drittes Pferd, vielleicht sogar noch Chagan, knapp vor Dancing Hawk und dann der zum Teil aufgelöste Rest. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch zum zweiten Rennen. Im Schaumarennen siegte mit der Programmnummer 2 der dreijährige Wiener Walzersohn Sad Alvari. Auf dem zweiten Platz die 10 Gonora und drittes Pferd im Ziel die 6 Chagan mit einem kurzen Kopf vor der 3 Dancing Hawk. Somit heißt es hier im zweiten Rennen 2-10-6. Und ein Treffer, der nach Köln geht, an das Quartier von Waldemar Hickst, der seinen 15. Saisontreffer feiern kann. Siegreiter ist Marc-Robert Lerner und Sad Alvari ist im Besitz des Stalles.